Was geht? Ich möchte euch heute zeigen, was man alles in der Offensive mit einem Pick and Roll, Pick and Fade anrichten kann. Viele Leute fragen mich immer, welches Playbook spielst du, welche Money Plays spielst du? Und ich sage immer, seit ein, zwei Jahren, ich spiele keine bis kaum Plays. Ich habe natürlich ein, zwei Money Plays, die ich raushole, wenn nichts anderes hilft. Aber das kommt sehr selten vor. Ich bin jetzt in einem Domination-Match auf All-Star. Das ist jetzt nicht die allerhöchste Schwierigkeitsstufe, aber ich denke, es reicht, um zu zeigen, was zu tun ist. Außerdem habe ich oben links den Controller eingeblendet für euch, den ihr jetzt seht. Und ja, ich werde einfach mal spielen und dabei erklären, was ich mache, was passiert, was passieren soll. Das sind ja immer nochmal zwei unterschiedliche Dinge. So, ich hole mir jetzt erstmal Derrick Rose heran, damit er den Ball hat. Ich kann einen Pick stellen, indem ich L1 gedrückt halte und dann kriege ich oben angezeigt, auf welcher Seite er sich hinstellt und laufe dann an ihm vorbei und mache meine Punkte. Das ist Pick stellen ohne irgendeinen Pass, einfach damit wir einen Easy Drive zum Korb haben oder andere Möglichkeiten nutzen können, die sich aus dem Spiel ergeben. Das zweite ist ein Pick and Roll. Ich halte wieder L1 gedrückt, gehe an meinem Picksteller vorbei, warte bis er abrollt, spiele dann den Pass, wenn es passt, wenn er frei steht. Und schließe dann den Korb ab. Möglichkeit Nummer 3 ist ein Slip Screen. Ich halte L1 gedrückt, warte auf meinen Picksteller und drücke dann L1 und sehe, dass ich somit den Picksteller zum Korb schicke. Das ist super gut, vor allem online gegen Leute, die das Spiel noch nicht so drauf haben. Aber selbst gegen gute Leute kann das schon ziemlich helfen. So, jetzt kann man nicht nur Pick and Roll, sondern man kann auch Pick and Fade spielen. Ich drücke L1. Und drücke dann R1 und sehe, dass dann KD nicht zum Korb zieht, sondern beim Dreier bleibt. L1 gedrückt halten, R1 tippen und dann hoffentlich den Dreier reinmachen. Gelingt hier nicht, aber so funktioniert es. Wenn das alles wirklich ein bisschen flüssiger läuft und man das im Flow drin hat, dann klappt das auch meistens ganz gut. Ich werde es nochmal probieren, damit man mal ein schönes Beispiel hat. Wir machen linke Pfeiltaste. L1 für ein schönes 5-Out. Holen uns mal Saric ran. Der ist zu weit weg. Deswegen L1 antippen. L2 gedrückt halten. R1 antippen. Vorbeigehen. Auf den richtigen Zeitpunkt warten. Meistens muss man ein bisschen mehr in die Zone. Das ist das, was ich eben nicht gemacht habe. Damit der Verteidiger schön mit reinzieht. Und dann spielt man den Icon Pass über R1. Und dann eben das Spielersymbol. So ein Pass mit X ist schwierig. Das muss passen, aber ja, ich spiele generell relativ viele Eigenpasses. Ich habe ja eben schon gesagt, wie man Spieler sich ranholt, die man haben möchte, wenn ich jetzt kein Pick von KD oder Saric haben möchte, sondern von Vince Carter. L1 antippen, Vince Carter das Kreissymbol, halte Kreis gedrückt und mach dann das Pick and Roll mit Vince Carter. Mach einen Bodenpass, der komplett daneben geht, aber darum geht's nicht. Ihr habt hier jetzt heute in diesem Video alle Möglichkeiten gelernt, was man mit einem Pick and Roll machen kann. Man kann noch einen Ghost Screen für das Pick and Fade stellen, fällt mir gerade ein. Das werden wir noch probieren. Wir haben allerdings nur noch 1,8 Sekunden auf der Shot Clock. Das muss beim nächsten Angriff kommen. Das mit dem Ghost Screen beim Pick and Fade mache ich selten. Das klappt wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut. Ich hole mir mal Saric fürs Pick and Fade. Drücke L1, damit er gar nicht erst diesen Pick aufnimmt, sondern direkt durchzieht. Das ist das von dem Ghost Screen. Pick and Fade, nicht Slip Screen, Ghost Screen, kann man wahrscheinlich so oder so nennen. Auf jeden Fall das nochmal in der Pick and Fade Variante. So, das war jetzt wirklich alles, mehr habe ich nicht. Für mehr müsst ihr euch andere Leute auf YouTube angucken, aber damit kann man auf jeden Fall eine ganze Menge anrichten und man braucht gar kein Playbook für diese ganzen Sachen. Viel Spaß, viel Erfolg beim Üben und Anwenden und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.